Ja, was für ein Ball, den der Christian da gespielt hat. Also Hut ab, Christian, an dieser Stelle nochmal. Und in diesem Video habe ich wirklich noch lange Haare. Ich war ja 7 Monate lang auf Weltreise, habe also die Rückserie nicht gespielt. Und so sieht das dann aus, wenn man 7 Monate lang die Haare wachsen lässt. Und viele Schüler und viele Leute fragen immer so, was ist denn aus dem Christian geworden? Ihr habt doch dieses Projekt gemacht. Wie sieht's da aus? Trainiert ihr noch? Ja, wir trainieren noch. Christian hat sich auch gesteigert in den Punkten. Gerade stagniert es wieder so ein bisschen. Wir haben jetzt aber nach meiner Rückkehr wieder angefangen mit dem Training. Und ja, mal sehen, wie das so aussieht, wie Christian sich entwickelt hat. Freu dich aufs Video. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das tust. Ich gebe immer gerne Tipps und Tricks, film meine Spiele und film die Trainings. Und bin mir sicher, dass du da was lernen kannst. Wenn ja, abonniere doch gerne diesen Kanal. Das freut mich sehr. Und jetzt geht's los in dem Video. Ja, du siehst hier Christians Vorhand, die ist wirklich bärenstark geworden. Die haben wir auch häufig trainiert. Schreibt doch gerne in dem Video, was dir noch auffällt, um uns zu unterstützen bei unserem Projekt 1600 TTR-Punkte. Vielen Dank dafür. Ja, du siehst, auch die Rückhand hat sich entwickelt. Da gibt es, finde ich, noch ein bisschen mehr Potenzial. Da hat er immer noch das Gewicht so auf dem rechten Bein. Aber ist halt meine Schule, ne? Mache ich auch noch häufig. Von daher, no offensive. Na, das ist, ist einfach so, wenn man eine starke Rückhand spielen will. Was fällt dir noch auf bei der Rückhand? So, und jetzt starten wir mit Balleimerübungen. Schreib doch gerne in die Kommentare, wie Christians Technik ist, ob du was siehst, was man noch verbessern kann. Und dafür danken wir dir jetzt schon mal recht herzlich. Aber der Eröffnungsball ist wirklich mit viel, viel Power. Also die Rückhand, da ist Gigaspin drin, die Vorhand ist schnell, zieht alles schön weit nach hinten. Schreib doch mal in die Kommentare, was du von der Entwicklung von dem Topspin, von dem Eröffnungsball hältst. Yeah.
Da ist auch vorne. Ja. Da ist auch vorne. Power, durchziehen.